Hey, mein Name ist Jonas und in diesem Video erkläre ich dir alles, was du zum Home Monitor innerhalb der SmartThings App wissen musst. Wenn du deine SmartThings App öffnest und den Bereich Alltag aufrufst, hast du hier die Möglichkeit, den SmartThings Home Monitor zu bedienen oder ihn per Plus hinzuzufügen. Und hier kannst du Produkte wie Rauchmelder, Wassersensoren oder auch Multisensoren wie einen Tür- und Fensterkontakt einstellen und damit verbinden, sodass du diese dann mit Aktivierung bzw. Deaktivierung scharf schaltest. Das Ganze dient dazu, bei einer Abwesenheit von dir selbst oder anderen Personen in deinem Smart Home informiert zu werden, sobald einer der Sensoren auslöst. Entdeckt also der Rauchmelder Rauch und fängt in der Wohnung wild an zu piepen, bekommst du auf dein Smartphone eine Information, dass dieser ausgelöst wurde. Des Weiteren hast du die Möglichkeit, innerhalb der verschiedenen Modes die Sensoren zu aktivieren. Also bei Anwesenheit, Abwesenheit oder auch in beiden Stellungen kannst du so die verschiedenen Sensoren, Kameras und so weiter zusammenschalten, um sie im Home Monitor zu verbinden. Steuere dank dieser Möglichkeit dein Smart Home noch intuitiver und schalte deine An- oder Abwesenheit ein.